Du bist dabei, eine Rede zu schreiben oder dein Pitch-Deck zu fertigen, weil du vor Investoren oder vor einem anderen Podium sprechen musst. Nun, dann bist du heute hier richtig beim Thema, wie du eine Rede erfolgreich gestaltest. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung und Geschäftsentwicklung, sondern auch Präsident der Berliner Rhetorikmeister. Und im Jahr 2009 war ich Gewinner der Europäischen Rhetorikmeisterschaft. Und heute gebe ich dir einen ganz wichtigen Tipp mit, wie du sehr leicht und trotzdem effektiv deine Rede so gestalten kannst, dass sie wirkt und überzeugt. Die Neurowissenschaftler wollten natürlich auch wissen, was eine besonders gute Rede ausmacht, wie lange sie sein muss, damit sie gut wird und worauf man achten sollte, wenn man seine Rede fertigt. Und das Erste, was sie festgestellt haben, dass 50% der Menge, die entscheidend ist, dass die Zuhörer sagen, das war eine gute Rede, das Ende ist. Das bedeutet, egal wie lange du sprichst, 50% des Erfolgs macht das Ende aus. Das bedeutet also, wenn du eine ein- oder zweistündige Rede hältst, aber ganz zum Schluss ist dein Redeniveau von der emotionalen Einbindung hier ganz unten beim Punkt C, dann hast du 50% deiner Redebewertung verschenkt. Wenn du allerdings eine Rede hältst, die vielleicht nur 2 Minuten lang war, aber du hast ein richtig gutes, starkes Ende, wo du die Zuhörer emotional einbindest, dann hast du schon 50% des Erfolgs eingefahren. Nun, was sind die verbleibenden 50%? Man hat festgestellt, dass der Rest der Rede bewertet wird vom emotionalen Höhepunkt, von der Spitze, die du in deiner Rede einbaust, vom Klimax. Das bedeutet, wenn du eine lange Rede hältst und keinen echten Höhepunkt hast, dann hast du 50% deines Redeerfolgs verschenkt. Wie sieht nun die Erkenntnis dieser Spitzen und Ende, also Peak and End Rule, aus? Wenn wir uns also die erste Rede hier anschauen, die am längsten geht, aber die emotional eher eintönig ist und im unteren Sektor und auch ein niedriges Ende hat, nun, das ist wahrscheinlich die Rede, wo die meisten Zuhörer eingeschlafen sind. Bei der zweiten Rede ist es so, dass das Ende schon ein bisschen besser war und auch die Spitze schon höher war, aber die Dauer insgesamt noch nicht die gleiche Wirkung beim Zuhörer hinterlässt wie bei der Redeform A. Die Redeform A ist relativ kurz. Die Dauer ist nicht entscheidend, sondern das Peak. Diese Rede hat das höchste Peak von allen drei Reden und auch das Ende ist am höchsten. Zusammengefasst zeichnet also gute Redner nicht aus, dass sie lange reden oder gar schwafeln, sondern gute Redner zeigen aus, dass sie einen Klimax einbauen und zu einem Höhepunkt, zu dem höchsten Höhepunkt führen können, der überhaupt erdenklich ist. Und das Zweite, was gute Redner machen, ist, dass sie das tun, was Großmutter schon gesagt hat, wenn es am schönsten ist, dann muss man aufhören. Wenn du dir Unterstützung wünschst bei der Fertigung deiner Rede oder beim Vortrag deines Pitchdecks, dann kannst du gerne einen Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Wir können dich dabei unterstützen, sowohl die Produktion mit einem guten Ende und einem guten Peak aufzubauen, aber auch in der Performance, im Umsetzungstraining, gerne vor der Kamera oder auch auf unserem Rhetorikclub, dem Berliner Rhetorikmeister. Gerne kannst du jetzt den Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch, den Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Und ich wünsche dir viel Erfolg beim Reden, dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du unser Video zu Ende geschaut hast. Und gerne kannst du unseren Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Den Termin kannst du vereinbaren, entweder über unsere Webseite oder über unsere Hotline. Dann kannst du auf über 40 Experten von uns zurückgreifen, die bundesweit beraten. Und weil wir zertifiziert sind, kriegst du die Beratung auch noch bezuschusst. Und zwar von 50% bis 100%. Jetzt kannst du unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.